Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich befinde mich auf dem Weg zur Gala Colorize im Süd. Was sind wir hier? Im Südosten von Sardinien in der Nähe von Arbatax. Tipp für Motorradfahrer, da kann man wunderbar auf Campingplätze gehen. Da gibt es auch günstige, sonstige Unterkünfte. Und von dort aus kann man ganz, ganz tolle Tagestouren unternehmen. Und wie gesagt, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zur Gala Colorize, eine der schönsten Strände von Sardinien. Ja, wie ihr seht, ist es schon relativ warm, brutheiß würde man sagen. Es ist knapp nach 9 Uhr in der Früh, sehr, sehr windig, aber am besten, ich erzähle euch die Geschichte ganz von vorne. Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr, es ist mein vorvorletzter Tag hier auf Sardinien und heute steht auf dem Programm eine Wanderung zur Gala Colorize, soll absolut fantastisch sein. Muss ich mit dem Motorrad noch ein bisschen hier da hochschlängeln und dann geht es vom dortigen Parkplatz aus ca. 1,5-2 Stunden runter in die Bucht. Da kann man nur zu Fuß hin oder eben mit dem Boot außenrum und zu Fuß soll es ein bisschen beschwerlich sein, aber ist egal. Und danach steht noch eine zweite Wanderung an in die Schlucht von Goropu. Schauen wir mal, ob ich die noch schaffe danach. Jetzt habe ich mir gerade noch einen Kaffee geholt und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube den besten Espresso meines Lebens. Und ja, dann geht's los. Ah, das ist eigentlich schon ein ziemlich abenteuerlicher Weg hierher, ziemlich viel Schotter, ziemlich viel Schotter, überhaupt kein Asphalt, nur Schotter und hinter jeder Kurve könnten irgendwelche Kühe, Kälbchen, Ziegen, gestern war sogar noch ein Esel hier, die könnten hinter jeder Kurve lauern, da muss man ein bisschen aufpassen. Hier scheint so eine Art Campingplatz zu sein, Mini-Campingplatz, eher Stellplatz für Touristen, die hier in die Gala Colorize wollen und hier hängen lauter Verbote, also es ist Gehboote zum einen, Gehboote und Fährboote. Also man soll viel Wasser mitnehmen, dauert ungefähr 1,5 Stunden. Wanderschuhe sind angeraten, man darf nichts wegschmeißen, man darf kein offenes Feuer machen. Man soll auf gar keine Flipflops auf dem Weg verwenden, man darf nicht wild zelten, man darf keine Hunde mitführen, man darf nicht angeln, man darf Sachen nicht mitnehmen vom Strand. Und der Strand wird nicht überwacht, das heißt also vom Schwimmen wird auch abgeraten. Naja, also los geht's zur Gala Colorize. Vorhin hatte ich eine Menge Tiere aufgezählt. Esel, Ziegen, Kühe, Schafe waren auch noch dabei. Ihr könnt ein neues Tier dazu setzen, nämlich ein, bin mir nicht sicher, ob das ein Wildschwein ist. Es ist auf jeden Fall ein Schwein, nämlich da drüben. Wenn man es noch abrichten könnte, jetzt ein paar Trüffel zu suchen, wäre natürlich top. Also wenn ich gewusst hätte, dass hier so eine behagliche Behausung ist, dann hätte ich auch hier übernachten können. Also erwähnenswert an dem Wanderweg runter zur Gala Colorize ist Folgendes. Anscheinend hat die Parkverwaltung neu aufgekiest. Macht das Gehen zum einen etwas einfacher, weil die Orientierung eher da ist. Man folgt einfach nur dem hellen Streifen. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass vor allem Familien mit kleinen Kindern hier Schwierigkeiten haben werden, weil du ja bei jedem einzelnen Schritt einsinkst und immer wieder nachjustieren musst. Da wäre mir persönlich ein harter Felsweg eigentlich lieber, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja, ansonsten wunderschön und nur in der Früh zu genießen, denn man läuft hier noch überwiegend im Schatten und es ist jetzt schon um kurz nach 9 so heiß, dass mir trotzdem der Schweiß von der Stirn läuft. Da ist ja wieder ein Schweinchen. Hey, suchst du nach Trüffeln? Suchst du nach Trüffeln? Aber schön abgeben. Oh, nicht gleich abhauen. Such schön weiter nach Trüffeln. Ja, der schaut aus, als hätte da oben der Blitz eingeschlagen. Ja? Irgendwie verkohlt und verkocht.
Ja, falls der geneigte Wanderer mal auf dem Weg runter oder hoch, spielt keine Rolle, eine Pause einlegen will. Hier ist es ein bisschen geschützt, ein bisschen windstiller, also heute hackt es wirklich. Aber da kann man wunderbar Pause machen auf den drei Picknickbänken, eignet sich super dafür. Ja, und da hinten sieht man schon das erste Blau. Juhu! Das war jetzt die Wanderung zur Gala Gororitze, also 1,5 Stunden runter sind ganz gut machbar. Für den Rückweg nach oben sollte man eigentlich gute 2 Stunden einplanen. Für Familien mit kleinen Kindern ab 10 eigentlich ganz gut machbar. Drunter muss der Papa damit rechnen, dass er die Kleinen tragen muss. Das ist schon ziemlich steil teilweise. Gutes Schuhwerk, unabdingbar, ohne geht's gar nicht. Und mindestens 1,5 Liter Wasser pro Nase sollte man mitbringen. Das ist schon brutheiß und ich würde definitiv anraten, in den frühen Stunden herzukommen, vor allem, weil die Sonne vom Osten her noch reinscheint. Und im Westen wandert die dann über die Bergkuppe, da ist dann unten der Strand eventuell schon im Schatten. Ich schaue, dass ich hinten noch was zu essen kriege und dann mache ich eine kleine Pause. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, wenn nicht, dann halt nicht. Ich lasse auf jeden Fall einen Daumen da für den Strand da unten, der ist sehr, sehr sehenswert. Und jetzt schaue ich mal, ob ich noch eine Wanderung durch eine Schlucht mache. Eher nicht, aber wir gucken mal.